Verehrtes Publikum, verehrte Präsidentin unseres Vereins Wahlwest, sehr geehrte Patientinnen und Patienten, die ich zum Teil im Publikum erkenne, zum Teil sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und interessierte Zuhörer. Heute haben wir das Thema die Abnutzung des Schultergelenks. Nun, wir befinden uns hier im wunderschönen neuen Auditorium des Wahlwest-Spitals, welches jetzt ganz brandneu ist. Wir können ja eigentlich auch Kinoabende durchführen, ohne Abstriche zu einem professionellen Kino. Aber wir hören uns heute die Schulter an. Also ich fühle mich sehr geehrt, hier einen der ersten Vorträge halten zu dürfen. Die Uniklinik Wahlwest war nicht immer so modern, vielleicht schon zu ihrer Zeit relativ, als sie unter politisch zweifelhaft korrektem Namen gegründet wurde, oben an der Forchstraße. Dieses kleine Haus erkennen Sie noch immer hier auf dieser eher rezenten Aufnahme aus der Jahrtausendwende plus minus. Und heute sieht es ganz anders aus. Das ist jetzt die Sicht von See her gesehen, aus der Luft. Sie erkennen unser Nachbargebäude, das haben Sie vielleicht schon gesehen, den schönen Wahlwest Campus, wo wir unsere Forschung durchführen. Das hier ist unser Bettenhaus. Hier drin befinden wir uns jetzt gerade, sieht man Mus auf dem Bildschirm, ja, hier drin befinden wir uns jetzt gerade und das da ist das Paraplegikerzentrum und der Operationstrakt dahinter. Das Schulterteam selbst beherbergt folgende Ärzte, es ist einerseits unser Klinikdirektor Professor Gerber, welcher zusammen mit mir die Schulterchirurgie leitet. Wir haben unsere beiden hervorragenden Oberärzte, Privatdozent Weischer und Dr. Behler. Ferner haben wir zwei Rotationsoberärzte, Dr. Grubhofer und Dr. Schenk. Sie erkennen sie an den weißen Kitteln zum Teil, hoffentlich nachher. Sie werden nachher, falls Sie Fragen haben, auch noch gerne zur Verfügung stehen. Diese Abende sind oft auch beliebte Momente, wo noch Fragen gestellt werden können. Also wenn nachher noch die eine oder andere Frage da ist, bitte wenden Sie sich an diejenigen Personen mit dem weißen Kittel, die im Zweifelsfall wissen die weiter. So, die Abnutzung des Schultergelenks. Wir kommen direkt zum Thema. Sie erkennen das eindeutig hier, nicht? Was hat nun dieser Ellbogen mit einem solchen Baggerarm, es heißt Baggerarm, ja, zu tun? Jetzt ist es eine richtige Rätselstunde. Was ist der biomechanische oder mechanische eigentlich Hauptunterschied in der Funktionsweise zwischen diesen beiden Armen, Baggerarm versus Menschenarm? Klar, der eine ist aus Stahl und wird mit Benzin betrieben, der andere aus Fleisch und Knochen. Aber was ist der mechanische Hauptunterschied? Die mit weißen Kittel, außer Herr Schenk, welcher schon auf dem Bau gearbeitet hat, sind erlaubt zu raten. Ich stelle diese Frage auch den Studenten. Es kommt auch niemand drauf. Ja, bitte, Sie nicken. Sagen Sie, was ist der Unterschied? Ja, ich vermute, im einen Fall ist es auf Zug, also der Muskel zieht zusammen und beim Backer ist es ein Schieben, ein Stoßen von der Hydraulik. Präzis, ins Schwarze getroffen. Das ist genau der Punkt. Wenn Sie genau zählen, ja, dann hat der Bagger nur einen Muskel. Hier oben an seinem Ellbogen gibt es nur einen Muskel. Der Mensch braucht zwei, einen hinten und einen vorne. Warum? Das liegt daran, wie Sie perfekt formuliert haben, dass der Bagger mit seiner Hydraulik stoßen und ziehen kann, während der Muskel, der Motor des Menschen, der kann nur ziehen. Das heißt, wir sind eigentlich aufgebaut wie eine Marionette, bei welcher die Schnüre auch nur ziehen können. Und sie hat dann Gelenke, welche mit den Knochen zusammen Widerstand leisten. Also die Gelenke widerstehen dem Zug der Muskeln. Das ist das mechanische Grundprinzip allen bewegten Lebens, sogar bei den Insekten auf eine gewisse Art. So, und daher rühren die Abnutzungsprobleme am Menschen. Es gibt jetzt auch noch eine zweite Testfrage. Alle sind eingeladen mitzuraten. Welcher Muskel kann nicht nur ziehen, sondern auch stoßen?
Sie sind alle sehr anständige Menschen, deshalb kommen Sie nicht drauf. Meine Kinder wüssten es sofort. Die Zunge, genau. Ja. Die Zunge kann aufgrund ihrer speziellen Anordnung der Muskelfasern auch schieben. Ja. Gut, aber um das geht es nicht. Es geht jetzt heute um die Schulter. Und die Schulter kann äußerlich sehr unterschiedlich aussehen. Sie sehen das. Dennoch, obwohl die so unterschiedlich aussehen, funktionieren sie nach dem gleichen biomechanischen Prinzip. Und macht man ein Röntgenbild dieser beiden Individuen, so wird dieses in etwa gleich aussehen. Sie sehen einen Oberarmknochen, welcher in einer Gelenkpfanne liegt, welche eigentlich mehr eine Gelenkfläche ist. Sie sehen ein Schulterdach und einen Rabenschnabelfortsatz. Und hier das Schlüsselbein vorne. Das Spezielle an der Mechanik der Schulter jetzt ist, dass sie nicht wie ein Hüftgelenk stabil in ihrer knöchernen Form geführt ist, sondern eben auf einer Fläche liegt. Die Gelenkpfanne ist keine echte Pfanne, sondern eher eine Fläche, während bei der Hüfte eben wie dieses Ei im Eierbecher das Gelenk geführt ist, bei der Schulter nicht. Es ist eher ein solcher Stabilitätsfall vorhanden, welcher nun vom Körper irgendwie kontrolliert werden muss. Wir zählen dabei im Wesentlichen an der Schulter 4 Gelenkflächen. Ist jetzt Luke nur für alle? Hören Sie es alle gut? Ja. Gut. Es gibt im Wesentlichen das Hauptgelenk. Das ist wahrscheinlich, wenn Sie es hören, die Abnutzung der Schulter. Dachten Sie, jetzt redet er über die Schulterarthrose. Es ist einfach dieses Hauptgelenk. Das ist schon auch ein wichtiges Gelenk. Aber es gibt auch die Fläche zum Rippenkorb. Es gibt das Schultereckgelenk. Und es gibt eine Gelenkfläche zwischen den Sehnen um die Schulter und dem Schulterdach. Und das Ganze will koordiniert bewegt werden. Das müsste jetzt laufen. Gut, auf jeden Fall. Lauf nicht, ja? Ich bin rechts da unten, ist gut, macht gut. Bewegen sich Schulterblatt, ich kann es ja am Modell zeigen, das macht gar nichts. Bewegt sich das Schulterblatt einerseits, andererseits bewegt sich der Oberarmknochen und das Schlüsselbein. Und alle in einer harmonischen Weise zueinander. Kommt es nun zu einer Überbewegung, zum Beispiel des Schulterblattes, führt dies automatisch auch zu einer Überbewegung im Schultereckgelenk. Oder ist zum Beispiel das Schulterhauptgelenk steif, so muss das Schulterblatt mehr bewegen und das Schultereckgelenk wird wiederum mehr belastet. Das hat wichtige Einflüsse auf Abnutzungserscheinungen, aber auch auf die Stabilität und Koordination. Weil letztlich das Schulterblatt den Oberarmknochen stabilisiert, so wie hier dieser Seehund den Ball, welcher hier den Oberarmkopf repräsentiert. So, damit Sie die Schulter etwas besser verstehen, gehen wir kurz durch die Anatomie durch. Da gibt es mal die innerste Schicht. Das ist das Hauptgelenk, welches umgeben ist von einer Gelenkkapsel. Das ist mal die innerste Schicht, welche die Stabilität der Schulter mit herstellt, und ohne Stabilität nutzt sich die Schulter ebenfalls ab. Wichtig dabei sind Bänder, welche in dieser Kapsel eingearbeitet sind. Sie erkennen diese Bänder hier in der Gelenkkapsel eingearbeitet. Durch das ganze Gelenk hindurch zieht übrigens auch die Bizepssehne, sieht man hier sehr gut, wie sie hier nach oben zieht und hier oben ins Gelenk eintaucht. Das ist dann die Bizepssehne, wie sie ins Gelenk hineinkommt. Um diese Bänder herum wiederum, eine Schicht weiter außen, ist die sogenannte Rotatorenmanschette. Die Rotatorenmanschette, das sind die Hauptmuskeln, welche für die Positionierung des Armes im Raum zuständig sind. Die drehen den Arm in die verschiedensten Richtungen, sind vielleicht nicht der Hauptmuskel fürs Heben, aber sie positionieren und stabilisieren den Arm im Raum. Hier sehen Sie ein Präparat davon. Sie sehen,
Es heißt deshalb Manschette, weil tatsächlich diese Sehnenansätze wie eine große Manschette zusammengewachsen sind. Hier wiederum die Bizepssehne, welche hier hineinzieht, die Sie hier erkennen. Und diese Rotatorenmanschette spielt zusammen hier wie die Zügel bei einem Pferd. Da muss eine Balance herrschen zwischen rechts und links, sonst rennt das Pferd immer im Kreis, wenn es entsprechend dressiert ist, nehme ich an. Außerhalb der Rotatorenmanschette liegt dann der Schleimbeutel. Schleimbeutel, das ist für viele Patienten etwas ganz Wichtiges. Sie denken, oh je, mein Schleimbeutel ist kaputt, jetzt ist alles schlimm. Das ist nicht so. Der Schleimbeutel ist einfach eine Gleitschicht. Es ist die Gleitschicht zwischen der Rotatorenmanschette, also den Sehnen, und dem Schulterdach darüber. Aber Sie können sich vorstellen, das ist eine der vier Gelenkflächen, die ich Ihnen vorher genannt habe. Und dort kann entsprechend auch eine Abnützung stattfinden. Dazu später mehr. Um das alles herum, das sieht bis jetzt so schön nackt und simpel aus, gibt es ganz viele Nervengefäße und andere Strukturen, welche Schmerz und Durchblutung vermitteln, die wir als Chirurgen natürlich besser kennen sollten und welche dann zum Teil für die Schmerz- oder Problemvermittlung verantwortlich sind. So, und um alles herum, jetzt um diese Schicht herum, alles umhüllend, gibt es zwei große Muskeln. Es gibt den großen Brustmuskel und den Deltamuskel. Wenn Sie sich selbst an die Schulter fassen, dann spüren Sie den Deltamuskel. Wenn Sie so den Arm nach außen führen, dieser Muskel ist der Deltamuskel. Das ist der stärkste Muskel und ist eigentlich der wichtige Muskel, wenn wir irgendeine Rettungsoperation der Schulter machen müssen. Ich komme nachher dazu, weshalb das so ist. Vorne der große Brustmuskel, welcher hier direkt im Anschluss an diesen verläuft. Und dann natürlich zu äußerst kommt dann die Haut, welche alles bedeckt. Zum Thema selbst. Was sind nun die häufig abgenutzten Strukturen? Sie haben jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen in die Anatomie der Schulter. Jetzt fangen wir mit dem Schultereckgelenk an. Das Schultereckgelenk, das wird von Patienten auch sehr oft als wichtiges Gelenk wahrgenommen, ist natürlich eine wichtige Verbindung im Körper, aber kein eigentliches Gelenk in dem Sinn. Es ist eine Verbindung zwischen dem Schlüsselbein und dem Schulterdach. Und da gibt es noch viele andere Bandstrukturen, welche die Stabilität des Schlüsselbeins herstellen. Dennoch kann es hier zu einer Überlastung und zu Schmerzen kommen. Es kann zu einer Arthrose kommen, einer Instabilität dort, typisch bei einem Fahrradsturz und entsprechend auch zu Schmerzen dort. Die Schmerzen strahlen typischerweise zum Nacken hin aus und vor allem nachts, wenn man drauf liegt, kann das sehr unangenehm sein. Die Therapie der Wahl ist, wenn das ein akuter Schmerz ist, dass man typischerweise zuerst einmal wartet, vielleicht einmal ein entzündungshemmendes Schmerzmittel zu sich nimmt oder sonst, dass man eine Kortisonspritze setzt. Diese Kortisonspritzen kommen jetzt noch mehrfach vor in diesem Vortrag. Ich erkläre es einmal, dass Sie verstehen, was der Zweck ist. Dieses Kortison hat keinen besonders guten Ruf, hat aber die Eigenschaft, dass es eine Entzündung unterdrückt. Und jede Entzündung ist mit einer Schwellung verbunden und mit einer Reizung des Gewebes. Und die Reizung vermittelt den Schmerz und die Schwellung sperrt. Also das Gewebe wird dicker, hat weniger Platz und behindert sich selbst. Und so kommt es zu einem Teufelskreis, das Gewebe reizt sich immer mehr, es wird immer mehr entzündet und dadurch kommt der Schmerz auch nicht zur Ruhe. Wenn man einmal Cortison gibt, vor allem solches, welches über eine längere Zeit wirkt, kann das Gewebe abschwellen, zur Ruhe kommen und oft ist der Effekt dann sehr lange da. Wenn der Effekt nachlässt und die Schmerzen zurückkehren, dann kommt es darauf an, wenn der Schmerz in der genau gleichen Weise zurückkehrt, dann muss man sich fragen, ob es Sinn macht, nochmals eine Spritze zu setzen. Kommen aber die Schmerzen in geringem Maße zurück, kann man durchaus versuchen, indem man durch wiederholte Spritzen den Schmerz immer teilweise reduziert, bis am Schluss das Problem komplett gelöst ist. Hier habe ich das nochmals zusammengefasst, eben. Wenn der Abstand nicht zu kurz ist oder wenn die Infiltrationen
wirklich jedes Mal einen etwas besseren Zustand zurücklassen, macht es Sinn, diese Schulter wieder zu infiltrieren. Ansonsten kann man das auch operativ behandeln. Das machen wir mit der Kamera. Man geht einfach hinein und entfernt die entzündlichen Gelenkanteile. Ein kleiner, nicht gefährlicher Eingriff, aber wenn es ohne Eingriff geht, ist dies natürlich stets zu bevorzugen. Aber grundsätzlich ist das Problem so lösbar. Dann kommen wir zum berühmten Schleimbeutel. Es ist dieser Schleimbeutel, das ist eigentlich ist nicht wirklich wie ein Geldbeutel oder eine Einkaufstüte ein Beutel, sondern es ist schon, den kann man wirklich aufblasen, aber im Wesentlichen fungiert das als Gleitschicht. Eine mit Gleitflüssigkeit gefüllte Struktur, welche als Gleitschicht fungiert. Und diese kann natürlich auch überlastet und verletzt werden. Und wenn sie überlastet und verletzt wird, dann entzündet sie sich auch. Ich habe Ihnen das vorher schon erklärt, das Gewebe wird mehr durchblutet, schwillt an und reizt sich selbst immer mehr. Der Tritt dabei ist wiederum das gleiche wie beim AC-Gelenk. Wir warten zuerst mal, schonen, hoffen, dass der Schmerz weggeht. Wenn nicht, kann man die gleiche Logik anwenden wie beim AC-Gelenk, etwas Cortison spritzen, das nicht über Jahrzehnte, jede Woche natürlich, aber man kann versuchen, das Problem so zur Ruhe zu bringen. Wenn das nicht funktioniert, kommt es durchaus in Frage, aber das sonst auch wiederum mit der Kamera zu lösen, dass man mit der Kamera hineingeht und den Schleimbeutel entfernt. Das ist eine zuverlässige und dann dauerhafte Maßnahme, wenn der Schleimbeutel das Problem war. So, nun schon zum Eingemachten. Wir hatten neulich einen Vortrag hier über die Rotatoren, über den Sehnenriss an der Schulter, über die Rotatorenmanschette. Nun ist die Rotatorenmanschette natürlich ein wichtiges Thema, aber auch Opfer der Abnutzung. Und deshalb wollte ich sie hier nicht auslassen, werde sie aber nicht in ihrer ganzen Gänze hier nochmals auswalzen. Die Rotatorenmanschette ist, wie ich vorher erwähnt habe, die Anordnung der Muskeln, welche die Positionierung im Raum erlaubt und die Kontrolle des Arms im Raum herstellt. Und diese Manschette, Sie haben es vorher am anatomischen Präparat gesehen, ist eine echte Manschette und kann geschädigt werden. In diesem Falle hier hat sie ein Loch drin. So. Sie sehen hier die Sicht von der Seite und hier wäre dieses Loch, jetzt mit dem Laser vielleicht besser, hier wäre dieses Loch und da sieht man nun von außen ins Gelenk, das ist der Oberarmkopf, hier die Gelenkpfanne. Das ist jetzt, Gut. Die Beschwerden der Rotatorenmanschette äußern sich als Schmerzen in der Nacht und bei Tätigkeit über Kopfniveau. Zumeist eher oben, kann aber, wenn der Riss sehr groß ist, auch dazu führen, dass man den Arm gar nicht mehr richtig anheben kann. Nun tönt das nach etwas sehr, sehr Dramatischem und nach einer ganz besonderen Erkrankung. Dem ist nicht so. Das ist etwas äußerst Häufiges. Wenn Sie betrachten, im Alter zwischen 60 und 69 Jahren leiden über 50% der Bevölkerung an einer gewissen Schädigung dieser Sehnenstruktur. Aber Sie können sich nicht vorstellen, Sie können sich gut vorstellen, dass wir nicht die Hälfte der Bevölkerung, der Weltbevölkerung hier operieren, weil es einfach nicht nötig ist, weil die meisten gar nichts davon merken. Das ist oft auch die Strategie, welche wir in der Klinik fahren, dass wir versuchen, einen vorher nicht schmerzhaften, vielleicht geschädigten Zustand wieder in einen nicht schmerzhaften Zustand zurückzuführen, welcher zwar denselben Schaden aufweist, den Patienten aber in keiner Weise stört. Das kann man auch wiederum mit einer einmaligen Spritze oder so erreichen oder etwas Physiotherapie, Ruhe und Schonung. So sieht so ein Rotatormanschettenriss aus. Und man kann hier das Sehnenende sehen, hier ins Gelenk hinein. Und eben, wie gesagt, das behandeln wir zuerst
einmal konservativ. Das ist jetzt ein eindeutiger großer Riss, welcher auch einmal bei einem großen Unfall auftreten kann. Wir sprechen heute aber über Abnutzungen vor allem. Und solche Sehnen können sich auch abnutzen. Hier ein typisches Beispiel. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir so eine Schulter behandeln, gehen wir mit der Kamera, mit dem Arthroskop ins Gelenkinnere und sehen dort die Strukturen. Dann müssen wir uns entscheiden. Gehen wir nun mit unserer Kamera ins Innere des Gelenks hinein und betrachten wirklich die Gelenkfläche, alles was im Inneren ist, oder gehen wir eher zwischen Deltamuskel und betrachten das Gelenk von außen. Ja, es gibt ja beide Möglichkeiten. Und so können Sie das hier sehen im Beispiel. Das hier ist die Sicht aus dem Inneren des Gelenks. Und Sie sehen hier eindeutig eine abgenutzte, teilweise gerissene Sehne. Und das ist nun die Schicht zwischen Deltamuskel, der Schleimbeutel, von dem ich vorsprach übrigens. Das ist die Schicht, wo der Schleimbeutel ist. Und Sie sehen die Oberfläche der Sehne. Also das ist die Unterfläche und die Oberfläche der Rotatorenmanschette. Und das ist technisch gar nicht so einfach zu behandeln. Oft liegt diese Situation vor, Sie sind jetzt im Innern des Gelenkes, sehen, oh, hier ist ein Riss, ziehen das nach außen, ziehen das dahin und jetzt, oh je, wie mache ich das hier fest? Und für das haben wir jetzt eine eigene Technik entwickelt, mit welcher wir gleichzeitig ins Innere und Äußere des Gelenks schauen können. Wir können von vorne, wir haben den Trick, dass wir von vorne ins Gelenk schauen. Das ist so, wie wir uns im Operationssaal installieren. Wir haben einen Bildschirm. Wir haben eine Kamera mit Wasserpumpe, welche das Gelenk mit Flüssigkeit füllt. Wir arbeiten also sozusagen unter Wasser und können mit der Kamera das Bild auf den Bildschirm projizieren und so entsprechend im Gelenk die Details sehen. Und indem wir nun eben von vorne hineinschauen, können wir gleichzeitig die Unterfläche und die Oberfläche der Sehne erkennen. Und weil das wie ein Wasserspiegel ist, habe ich das Aquariumzugang genannt. Ich fand, das ist ein eingängiger Name, welcher gut fürs Marketing ist und klingt noch irgendwie eingängig und man versteht, was gemeint ist. Und jetzt sehen Sie so eine Operation einmal. Ich denke, dabei sollte niemand in Ohnmacht fallen. Ich glaube, wir haben keine Anästhesisten im Raum. Nein? Ja, die sind sonst immer wichtig nachher zum Retten. Gut. Wir sehen nun von hinten ins Gelenkinnere, das ist der Oberarmkopf und das war die Gelenkunterfläche. Jetzt schauen wir bereits von vorne in den Raum, wo der Schleimbeutel ist, also in die Schicht zwischen der Oberfläche der Sehne und den Deltamuskel. Nun schauen wir von vorne ins Gelenkinnere und das alles durch einen einzigen Zug, das ist sehr praktisch, wir sind so stolz darauf, dass wir da drauf gekommen sind, und können so eben gleichzeitig die Oberfläche des Wassers und die Unterfläche des Wassers betrachten. Die Wasseroberfläche wäre nun die Vorderkante der Sehne. Das hier ist die Position, wie wir arbeiten. Wir arbeiten zwischen dem Arm und dem Körper des Patienten. Und dann können wir einen Anker, das ist einfach eine Schraube mit Fäden dran, in den Knochen hineinsetzen und damit nachher die Sehne wieder annähen. So, jetzt ist also dieser Anker gesetzt mit den Fäden. Wir durchstechen dann die teilweise abgenutzte und gerissene Sehne, bis wir alle vier Fäden, die jetzt an diesem Anker waren, durchgezogen haben. Wir können genau kontrollieren, dass das am richtigen Ort ist. Sortieren die Fäden, die sind einen halben Millimeter dick. So ein Faden hat eine Reißkraft von etwa 20 Kilogramm, ist ganz erstaunlich. Und so sieht dann die fertig vernähte Situation aus. Durch einen Zugang mit der Kamera von vorne. Sie sehen hier die Knoten, wie sie die Sehne nach unten drücken und hier nochmal der Blick von hinten, da war vorher der Schaden, welcher nun repariert ist zum Oberarmknochen. Nun, was wir hier gemacht haben, ist so etwas wie ein inneres Pflaster gesetzt. Patienten denken oft, oh, ich habe einen besonders guten Arzt gehabt, das hält jetzt und jetzt kann ich mich wieder voll einsetzen und dem vertraue ich und das ist jetzt gut. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass diese Naht, die hält nur einen Bruchteil dessen, was der Körper dieser Sehne zumutet. Das ist eine Art Pflaster. Und der Körper muss heilen. Man muss diesem Körper Zeit geben zu heilen.
Nach 6 Wochen hält so eine Narbe erst circa 25-30%. Nach 3 Monaten dürfen Sie damit rechnen, etwa 50% der Endfestigkeit zu erreichen und nach 6 Monaten etwa 80% der Endfestigkeit. Hier sehen Sie auch, wie es den Patienten geht über die Zeit, wie fit sie sich fühlen. Und das ist einfach der Haken an so einer Operation. Es braucht Zeit. Nach 6 Monaten ist man hier. Hier war ganz schlecht und es wird immer besser, besser, besser. Interessanterweise, selbst wenn die Naht nicht vollständig heilt, gewinnen die Patienten auch, aber nicht so gut, wie wenn die Naht vollständig heilt. Dann noch ein Wort zur Bizepssehne. Der Bizeps ist immer beliebt, weil er ist der Muskel, den alle Patienten selbst bei Namen kennen. Und ich erzähle das gerne in allen Vorträgen, weil ich finde die Geschichte so herzig. Das ist natürlich ein Popeye-Muskel. Sie kennen vielleicht alle Popeye, der Sailor. Und das ist ja, hier etwas stark ausgeprägt. Aber das Lustige ist eben, das ist der Namensgeber des Muskels. Weil wenn hier oben die Sehne reißt, also auch sich abnutzt, die Bizepssehne, dann kann es sein, dass die plötzlich irgendwann reißt. Und die Patienten sind schrecklich beunruhigt, weil sie denken, oh nein, der Bizeps, den kenne ich ja sogar, das muss ja sehr wichtig sein. Und jetzt ist der gerissen, was mache ich nur? Dabei ist das oft meistens die Lösung des Problems. Für uns ist der Bizeps so der Blinddarm der Schulter. Wir sind froh, wenn der reißt und der Patient vorher Schmerzen hat, dann sind die Schmerzen des Patienten nachher oft weg. Und eben das Herzige daran ist, dass das Muskeln per se nach dieser Deformität benannt wurden, weil die Maus heißt, die Hausmaus ist Mus musculus und man dachte früher, das sieht doch aus wie eine Maus unter der Haut und deshalb nennt sich Muskel nach dieser Maus und hat auch in der hochstehenden schweizerdeutschen Dialektsprache Einzug gehalten. Sie sehen auch, dass der Mensch hier diesbezüglich nicht optimal gebaut ist. Wenn Sie das vergleichen mit der Anatomie des Hundes, nicht, da zieht die Bizepssehne einfach ganz gerade durchs Gelenk und das macht Sinn. Der Hund, der macht auch eher so oder das Schaf, wenn es geht. Aber der Mensch, nicht, da macht diese Sehne einen riesen Weg durchs Gelenk. Und dieses Gelenk, das hier, Sie sehen es wahrscheinlich nicht, diese weiße Schnur hier ist die Bizepssehne, aber Sie können sich vorstellen, wenn ich die Schulter so bewege, wird das ganz schrecklich verwunden im Gelenk. Und dass das biomechanisch nicht günstig ist, ist verständlich. Und entsprechend reagiert diese Sehne auch häufig. So sieht eine abgenutzte Bizepssehne aus. Und wenn diese reißt, passiert nichts anderes, außer dass der Schmerz meistens weg ist. Funktionell merkt das sozusagen niemand. Wenn Sie nicht professioneller Speerwerfer sind, merken Sie das nicht. So, und nun zu dem, von dem wohl die meisten dachten, dass der ganze Abend geht, die Gelenkoberfläche des Hauptgelenkes, des Glenohumeralgelenkes. Das ist das Glenoid, also die Gelenkpfanne und der Oberarmkopf. Nun, die Erkrankung der Abnutzung nennt sich Omarthrose. Das bedeutet eben Abnutzung der Schulter. Links eine normale Schulter. Rechts eine abgenutzte Schulter. Sie erkennen, dass die schützende und gleitende Knorpelschicht verschwunden ist. Sie erkennen, der Knochen wehrt sich gegen diesen Abbau des Knorpels mit solchen sogenannten Osteophyten, also so Knochenanlagerungen. Es gibt auch so Blasen, sogenannte Zysten dann im Knochen. Und das Ganze geht auch mit einer gewissen Entzündung einher, welche schmerzhaft ist. Nun, manche Patienten bekommen so eine Omarthrose, andere nicht. Das ist eine ganz interessante Frage. Und da kommt nun wieder die Marionettenanatomie des Menschen zum Zuge. Sie erinnern sich. Nun, Patienten, welche eher einen Sehnenriss machen, die haben ein Schulterdach, welches weit nach außen geht. Und Patienten, welche eine Arthrose machen, eines, welches nicht weit nach außen geht. Das hat Dr. Niffel herausgefunden, ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der jetzt in Bern arbeitet. Eine sehr gute Beobachtung und sehr gute Überlegung. Und die Erklärung dafür, weshalb nun die einen eine Arthrose machen und die anderen
einen Sehnenriss, wird darin gesehen, dass nun der Deltamuskel, ja, welcher eine dieser Schnüre darstellt, welche die Marionette bewegen, eben in diesem Falle relativ gerade nach unten zieht, wenig umgelenkt wird hier um den Oberarmknochen und wenig nach innen drückt. Dafür zieht er, wenn er zieht, stark nach oben und quetscht hier die Sehne und den Schleimbeutel, den kennen Sie ja schon. Da oben wird dann viel gequetscht und geklemmt, dafür wird hier geschont. Wenn dieser starke Deltamuskel aber stark umgelenkt wird um den Oberarmknochen, können Sie sich vorstellen, drückt er viel mehr auf den Knochen und drückt auch auf das Gelenk. Und dadurch entsteht eine relevante Mehrbelastung des Gelenks, welche wir verantwortlich machen für einen, relevant verantwortlich machen für die Entwicklung einer Arthrose. Wir können auch zeigen, dass wenn wir diesen Winkel, welchen Dr. Bweischer mit Kollegen bei uns aus dem Hause entwickelt hat, mit Professor Gerber, zu klein ist, dann entwickelt sich ein Sehnenriss, sonst eine Arthrose, wenn der Winkel, wenn er klein ist, Arthrose groß, Sehnenriss. Jetzt das Coole ist, Dr. Viehöfer, ein Mitarbeiter im Hause, hat das mit dieser Maschine nachweisen können, dass das biomechanisch stimmt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das hier stellt den Arm dar, das ist das Schultergelenk und wiederum funktioniert das ganze System mit Schnüren und einem Gelenk. Es gibt nichts, was hier schiebt. Alles geht nur auf Zug und das Gelenk muss dagegen drücken. Jetzt zusammenfassend, Gründe für die Arthrose ist also zu einem guten Teil Veranlagung. Klar, es kann mal eine Überbelastung da sein, eine Instabilität, dazu komme ich noch, oder eine frühere Verletzung. Schmerzen sind typischerweise bei Belastung da. Ein Sehnenriss schmerzt häufig in der Nacht, ein Bizepsschmerz Tag und Nacht, eine Arthrose häufig eher bei oder nach Belastung am Tag oder als Anlaufschmerz. Und irgendwann wehrt sich ja eben der Knochen mit diesen Anbauten und die Beweglichkeit wird eingeschränkt. Und gegen diese Einschränkung sollte man sich nicht übermäßig wehren, sonst reizt man das Gelenk zusätzlich. Entsprechend leitet sich auch unser Therapiekonzept ab. Man kann mit einer Arthrose zum Teil, also der Schulter, hervorragend leben. Ich bin sicher, hier drin hat es jemand mit einer Schulterarthrose, der es nicht weiß und völlig glücklich lebt. Wenn es mal wehtun sollte, ist es nicht falsch, einen Entzündungshemmer zu nehmen, welcher einfach die Schmerzen mal beruhigt. Vielleicht geht es wieder weg und das Problem findet seine Ruhe wieder. Physiotherapie hat sicher in gewissen Fällen ihren Platz, vor allem auch, wenn sie sich gegen die Schmerzen richtet. Es ist eine Diskussion darum, ob es etwas bringt, in ganz ausgewählten Fällen einmal mit der Kamera ins Gelenk zu schauen und zu reinigen das Gelenk. Wir machen das sozusagen nie. Es gibt fast keine wissenschaftlichen Daten, welche dieses Vorgehen unterstützen. Dann kann man manchmal Knochen aufbauen, das zeige ich gleich, und sonst bleibt der Gelenkersatz. Knochenaufbau, warum? Es gibt verschiedene Formen der Schulterabnutzung. Es gibt Patienten, das ist bis jetzt noch ein Mysterium, wir glauben, wir sind dem Problem auf der Spur, wir haben es aber noch nicht publiziert, es ist sozusagen noch geheim, deshalb sage ich es Ihnen noch nicht. Aber im Wesentlichen gibt es Patienten, welche einfach in Richtung der Gelenkpfanne ihr Gelenk abreiben und andere, welche nach hinten, das ist hinten, das ist vorne, hinten, nach hinten mit dem Humeruskopf, also dem Oberarmkopf, abreiben und so eine bikonkave, exzentrische Arthrose erleiden. Und oft sind solche Situationen Patienten, welche sich im Alter von 30 oder 20 Jahren bei uns melden, mit Schulterschmerzen. Oft sind es junge Bodybuilder, welche Beschwerden haben und einfach in Wirklichkeit schon eine Frühform der Arthrose, welche von einer hinteren Instabilität, das ist ja im Prinzip ein Gelenk, welches nicht stabil ist, ja, das will ja hinten raus, das ist eine Art hintere Instabilität, aber gleichzeitig ist es auch eine Arthrose, der Übergang ist fließend und die melden sich. Und hier habe ich so ein Beispiel, das ist ein 31-jähriger Lastwagenfahrer, 150 Kilo schwer, also sehr kräftig,
Und Sie sehen, wie hier in dieser Aufnahme der Oberarmkopf eben nicht in der Mitte des Gelenks ist, sondern hinten, das ist hinten, hinausrutschen will. Und hat auch schon erste Zeichen der Arthrose hier mit diesen Osteophyten. Nun, die kein Blut sehen möchten, kurz weggucken. Die Maßnahme, Therapiemaßnahme der Wahl war nun bei diesem Patienten, den Knochen hinten einfach aufzubauen. Sie sehen hier diesen Knochenblock, der hingeschraubt wurde, so wie man sich das vorstellen würde. Das heilt dann auch an, den nimmt man vom Beckenkamm. Und hier sehen Sie das entsprechende Röntgenbild. Und toll, der Oberarmkopf ist wieder ziemlich in der Mitte. Ziemlich cool gelungen, muss ich sagen hier. Das war nicht ich und ist gut gelungen. Das war vor über 8 Jahren. Wir haben auch, damit diese Operation jetzt besonders präzise gelingt, ein eigenes Zielgerät sogar gemacht. Ich mache jetzt etwas Werbung dafür. Ich kann meinen Kindern ein paar Kaugummi kaufen, wenn sie so ein Gerät kaufen. Also wenn jemand eins will, bitte greifen Sie zu. Nicht ganz so ernst gemeint natürlich. Aber wir haben, damit so etwas ganz genau angepasst werden kann, dieses Zielgerät entwickelt. Und nun, das ist unser Patient, den wir vorher gesehen haben, nach 6 Jahren. Da haben ihn die Schrauben noch etwas gestört, die Schrauben haben wir entfernt. Und das ist derselbe Patient nach 7 Jahren und er ist immer noch sehr kräftig. Aber Sie erkennen, das Gelenk ist immer noch so plus minus zentriert. Er hat kein künstliches Gelenk und er ist recht zufrieden mit der Situation. Es gibt auch eine andere Situation, wo man ohne künstliches Gelenk auskommt. Es gibt Situationen, wo einfach ein gewisser Knorpelschaden vorliegt. Und da gibt es die Möglichkeit, kleine Löcher, das hier hat 1,5 bis 2 mm Durchmesser, dass man in die defekte Knorpelzone einfach kleine Löcher macht und dem Knochenmark erlaubt, aus der Tiefe heraus neuen Knorpel oder einen Faserknorpel zu bilden. Das kann erfolgreich sein, ist nicht eine 100% erfolgreiche Therapie, aber für junge Patienten etwas, was sich lohnen kann. Wenn das nicht geht, dann bleibt der Gelenkersatz. Ich erwähne hier oberflächlich zuerst mal nur den halben Gelenkersatz, die sogenannte Hemiprothese. Hier, das ist eine Totalprothese mit einem Gelenk, mit einer Pfannenersatz. Und hier wird die Pfanne geschützt durch einen Plastikeinsatz. Und wenn Sie den weglassen, wie in dieser Situation, sieht das am Anfang sehr gut aus, kann aber dazu führen, dass sich das Metall schnell in den Knochen einreibt. Nicht? Das ist das Schulterblatt, die Pfanne, und das hat sich hier hineingerieben. Und das ist natürlich nicht gut. Es gibt aber auch Patienten, welche das, also eine Startsituation wie hier, problemlos vertragen und nach vielen Jahren noch immer ein normales Gelenk haben. Das haben wir systematisch untersucht und konnten zeigen, das ist dann der Fall, wenn der Knorpel perfekt ist, es sich meistens um eine Fraktur handelt und es junge Männer sind. Dann haben sie die größten Chancen, dass das so gelingt, ist aber etwas, was man heutzutage immer mehr verlässt. Das, was heute meistens gemacht wird, ist der totale Gelenkersatz. Klingt jetzt so aggressiv, also total. Es bezieht sich nur auf die Gelenkoberfläche. Man ersetzt den Oberarm, die Oberarmkopfoberfläche und die Pfannenoberfläche. Und da gibt es nun 2 wesentliche Typen von Prothesen. Es gibt einerseits das anatomische Gelenk, das nennt sich anatomisch, weil es die Anatomie repräsentiert. Nun haben Sie aber vorher beim Marionettenmodell gesehen, nicht? Auch bei den Reitzügeln vorher beim Pferd. Es ist wichtig, dass so eine Situation, welche eigentlich nicht stabil ist, ist ja jedem klar, dass das nicht einfach hält. Das hält ja nur, weil Sehnen rundherum sind und Bänder. Und wenn nun diese Bänder aus dem Gleichgewicht sind, teilweise gerissen sind, dann funktioniert das nicht. Und für solche Situationen gibt es den sogenannten umgekehrten Gelenkersatz, das inverse Gelenk. Dabei wird hier die Kugel montiert auf die Gelenkpfanne, auf die ehemalige Pfanne und eine Pfanne auf den Oberarmknochen gesetzt. Und das hat nun den Vorteil, dass wenn der große Deltamuskel, ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, das ist dann unser Rettungsmuskel, weil das ist die letzte, also eine Art Operation, welche dann
fast jede Situation retten kann. Wenn dieser Delta-Muskel nach oben zieht, dann wird er diese Pfanne in diese Kugel hineindrücken und das ist in sich stabil. Nicht? Weil die wird dann hier zu diesem Drehzentrum hier zentriert. So sieht so etwas in echt aus. Diese Prothesen lassen sich auch von einem Modell ins andere umbauen. Und damit Sie noch ein bisschen uns bewundern, was wir im Operationssaal machen, zeige ich Ihnen, wie wir kommen uns davor wie IKEA-Auftragsmonteure zum Teil ein bisschen, wie wir hier für die Industrie diese Geräte lernen müssen und die müssen in der richtigen Reihenfolge richtig eingesetzt werden. Für jede Situation gibt es ein Trickchen und man muss das alles ganz genau kennen und einsetzen können. So, jetzt die nicht gerne Blut sehen möchten, sondern jetzt bitte, ich glaube, es hat wirklich keinen Anästhesisten im Raum. Es ist einfach ein Erfahrungswert. Es ist keine sehr blutige Operation, aber ich zeige jetzt, wie so eine anatomische Prothese implantiert wird. Das hier ist nun so ein abgeriebener, so also Verurfer, das ist jetzt sofort gelaufen. Verurfer? Da können Sie doch schnell runter. Das haben wir also vorher getestet und es hat funktioniert. Ja gut, ich erkläre schon mal, nicht, das hier ist ein abgenutzter Oberarmknochen. Sie sehen hier, wie die eigentlich runde Oberfläche nur noch aus solchen Knöllchen besteht und aus einem abgeriebenen Knorpel. Ja gut, dafür fliegt man ja mit CO macht. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Wir haben es vorher getestet und das ist gegangen. Christian hat gesagt, bei der sind oder bei der? Ja, ist das links davon, das vorher haben. Ja, gut. Es tut mir leid. Aha. Ja gut. Jedenfalls, Sie können sich vorstellen, das ist der Oberarmkopf. Der wird einfach ganz simpel mit einer Säge abgesägt, so eine Pendelsäge, welche dann eine solche Fläche zurücklässt. Diese Fläche wiederum entspricht einfach einem Querschnitt durch den Oberarmknochen, welcher dann aufgeraffelt wird in die Tiefe hinunter. Und man kann dann in die Tiefe hinein die Prothese setzen. Sie sehen es dann nachher gleich auf dem Röntgenbild. Eine ähnliche Maßnahme wird dann getroffen für die Gelenkpfanne. Die Gelenkpfanne wird angefräst, die Löcher werden vorbereitet und zum Schluss wird hier dann die Plastikpfanne hinein zementiert. Dieser Zement, das ist also kein Bauzement, sondern es ist eine Art Leim, es ist ein Polymethylmethacrylat-Leim, dasselbe wie Stabilit Express oder wie Acrylglas, welches aber sehr, sehr gut körperverträglich ist, wenn es mal ausgehärtet ist und gute Langzeitergebnisse erlaubt. So, das wäre es nun so ein Resultat. Die Prothese ist implantiert. Hier, ich habe Ihnen ja vorher die abgesägte Fläche gezeigt. Dieser Schaft wird einfach hineingeschlagen und hier wird eine Gelenkpfanne ebenfalls hineinzementiert. Und diesen Spalt, den Sie dazwischen sehen, das hier ist dass diese Plastikgleitschicht, das ist Polyethylen, ein sehr hochfestes Material, welches über lange Zeit Widerstand leistet. Und die Patientin kann den Arm sozusagen normal bewegen. Es ist schwierig zu sagen, welche Seite hier operiert wurde. Wenn das nicht geht, eben weil diese Zügelverhältnisse nicht mehr funktionieren, kommt die inverse Prothese in Frage. Die Vorzüge habe ich Ihnen ja vorher schon erwähnt. Jetzt fragen Sie sich ja, welches dieser Modelle nimmt man wann? Vergleichen wir das mal direkt. Beide ersetzen die Gelenkoberfläche. Das ist offensichtlich. Ja? Bei beiden Fällen wird die Pfanne und der Oberarmkopf entfernt. Soweit ist es eigentlich mal dasselbe. Nur bei der anatomischen Prothese müssen die Sehnen intakt sein, das Gelenk muss stabil geführt sein und auch für frische Brüche kommt dieses Modell immer weniger in Frage. Hingegen
ist das umgekehrte künstliche Gelenk sehr gut geeignet für große Sehnenrisse, es ist sehr gut geeignet für Instabilitäten und es ist sehr gut geeignet, um große Frakturen zu behandeln. Da fragt man sich, ja, was soll das? Ja, das ist ja dasselbe, nur das eine kann alles und das andere nicht. Also ganz logisch, ich werde nur noch das umgekehrte Gelenk wählen. Hurra! Aber wie sieht das die Welt? Wie ist der Trend, wenn man das im internationalen Vergleich anschaut? Sie sehen hier Zahlen aus 2008. Damals waren die anatomischen Modelle blau, hier, noch klar in der Überzahl. Und die umgekehrten Gelenke waren in der Minderheit. Und jetzt über die Jahre, etwa 2012, hat das gekippt und die umgekehrten Gelenke scheinen klar die Oberhand zu gewinnen. Wie ist der generelle Trend, Prothesen zu implantieren? Es ist offenbar schon so, dass aufgrund der Erfahrung Chirurgen mehr Mut fassen, Patienten auch seit 2008 bis 2014 mehr künstliche Gelenke zu implantieren. Das ist der generelle Trend. Was ganz spannend ist, ist der internationale Vergleich. Sie denken jetzt, ja, was der erzählt, das klingt ja alles ganz logisch, das sehen alle Ärzte gleich. Weil es gibt schon den Spruch, haben Sie zwei Ärzte, hören Sie drei Meinungen. Und wenn Sie jetzt nun einfach mal diese Länder vergleichen, grün sind die umgekehrten Gelenke, rot sind die rot sind die anatomischen Gelenke, welche also die Sehnen noch brauchen. Da fallen zwei Länder auf, das sind Schweden und England. Bei denen wird ganz klar viel mehr anatomisch implantiert, sehen Sie, als hier grün die umgekehrten Gelenke, die Schweden auch. Ich weiß nicht, haben sich die abgesprochen oder so. Und da gibt es einen Spitzenreiter, das ist die Schweiz. In der Schweiz wird mit Abstand am meisten das umgekehrte Gelenk implantiert. Wer nun recht hat oder nicht, wissen wir nicht ganz sicher. Wir denken natürlich, wir haben recht. Ich werde Ihnen das auch gleich noch ein bisschen erklären. Nur etwas kann ich Ihnen sicher sagen, extrem drauf an kommt es nicht. Sie sehen auf der linken Seite einen Patienten 2 Jahre nach anatomischem Gelenk, rechts nach inversem Gelenk. Beide sind perfekt zufrieden. Wenn man das wissenschaftlich nachkontrolliert, das ist, wie es dem Patienten vorging, wie viel Wert sie ihrer Schulter gaben, plus minus, dann sehen Sie die umgekehrten RTSA bedeutet umgekehrtes Gelenk, startete etwas schlechter, am Schluss enden sie genau beide bei 70 Punkten von möglichen 100 Punkten, genau dasselbe. Nun gibt es einen Nuancenunterschied, das umgekehrte künstliche Gelenk mit seinen günstigeren Hebelverhältnissen erlaubt es dem sehr starken Delta-Muskel mehr Kraft auszuüben. Deshalb sind die umgekehrten Gelenke einfach in der Nachkontrolle etwas stärker als die anatomischen Modelle. Hingegen erlaubt die Rotatorenmanschette, welche bei den anatomischen Gelenken zumeist noch vollständig vorhanden ist, eine diskret bessere Beweglichkeit. Die ist aber zu meinem Erstaunen, ich habe diese Zusammenstellung, das ist eine Zusammenstellung, welche hier kürzlich publiziert wurde. Ich habe das auch mit anderen Studien verglichen. Das deckt sich. Diese Unterschiede sind klein. Sie können etwas mehr abduzieren, aber das sind 10 Grad, das sehen Sie kaum. Sie können ganz ein bisschen mehr den Arm beugen. Sie können etwas mehr nach hinten strecken und die Rotation hinten hinter dem Körper ist sozusagen identisch zu unserem Erstaunen. Also die Unterschiede sind minimal. Gibt es andere versteckte Probleme, die wir hier einfach übersehen oder übergehen würden? Wie ist es mit der Langzeitüberlebensdauer? Ja, vielleicht sind die einen viel besser über die lange Zeit, aber nein. Wir können zeigen, dass die umgekehrten Gelenke auch bei jungen Patienten eine erstaunlich gute Überlebensrate haben. Sogar geht es den Patienten relativ zu ihren Altersgenossen tendenziell besser nach 10 Jahren als zum Zeitpunkt der Implantation.
Und wenn man schaut, wie lange die Prothesen im Körper bleiben, so haben Sie hier eine Zusammenfassung aus dem australischen Register, wo alle Prothesen in Australien zusammengetragen werden, außer einem speziellen Modell, welches nicht gut ist. Aber die grüne sind die anatomischen oder konventionellen, die blauen, welche nicht zu unterscheiden sind, sind die umgekehrten und die sind einfach dasselbe. Und Sie sehen, nach 5 Jahren sind etwa 4% mussten gewechselt werden. Und das deckt sich genau mit einer Studie, welche wir im Hause gemacht haben. Hier nach 5 Jahren sind noch sehr viele, also weit über 95% der Prothesen drin. Nach 10 Jahren immer noch 88%. Also, beides gut. Es ist wohl so, dass für eine perfekte Schulter würden wir immer noch eine anatomische Prothese vorziehen, sonst das umgekehrte künstliche Gelenk, welches einfach sehr viel Sicherheit bezüglich des Operationsresultates bietet. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Schritt, der für den vorausschauenden Arzt wichtig ist. Was ist der nächste Schritt? Na, wenn irgendetwas schief geht, was macht man als nächstes? Und hier gibt es schon einen Unterschied. Da muss man halt einfach sagen, haben Sie ein anatomisches Modell, können Sie sich noch immer zum umgekehrten Modell zurückziehen. Da können Sie sogar nur ganz wenige Teile austauschen und Sie bekommen ein umgekehrtes Modell. Das war die anatomische Situation. Nehmen das weg, lassen den Schaft im Körper, wechseln nur dieses Teil kurz aus, das geht ganz schnell, machen eine Pfanne hinein, eine andere und haben schon Ihr umgekehrtes Gelenk und die Situation ist sozusagen gerettet. Haben Sie aber ein umgekehrtes Gelenk und es geht nicht gut, dann sind die Rückzugsmöglichkeiten weniger attraktiv. Das, muss ich sagen, ist sicher ein Nachteil des umgekehrten künstlichen Gelenkes. Hier ein Beispiel, eine Patientin mit einem halben Gelenk, welche problemlos zu einem umgekehrten Gelenk umgewandelt werden konnte. Ein anderer Vorzug des umgekehrten Gelenkes ist auch, dass es Probleme löst, nicht nur nach anatomischen Prothesen, sondern auch nach anderen Operationen, welche nicht wunschgemäße Resultate geliefert haben. Da ist dann das umgekehrte Gelenk möglich, bietet die Möglichkeit, dass der Arm wieder einigermaßen normal benutzt werden kann. Also ich fasse hier zusammen, das ist eine Frage, welche für die Patienten oft, welche für die Patienten wichtig ist, weil es doch eine langfristige Entscheidung ist. Beide Modelle von künstlichen Gelenken, welche heutzutage mechanisch im Angebot sind, ersetzen die Gelenkoberfläche. Dadurch, dass die Gelenkoberfläche ersetzt ist, wird der Schmerz behandelt. Zwingend wird es, ein umgekehrtes künstliches Gelenk zu verwenden beim Sehnenriss, wenn es nicht stabil ist, bei größeren Brüchen oder eben als Rückzugsmöglichkeit. Als Nuancen muss man sagen, haben diese Modelle eine leicht bessere Mobilität, die hier eine leicht bessere Kraft. So viel zu den Prothesen. Das klang jetzt alles sehr destruktiv oder sehr, sehr invasiv. Dass es nicht immer so sein muss, zeigt dieser Patient. Ein Jahr nach Operation, der wurde auch an der oberen Extremität von uns operiert und es geht wieder relativ gut. Zum Schluss wollte ich Ihnen jetzt gerne noch unseren Campus zeigen. Das geht wenigstens. Ja. Das ist nun noch der Stolz hier. Unser neues Forschungsgebäude, welches Professor Gerber mit fast rein privaten Mitteln und unter großzügiger Unterstützung des Balgrist errichtet hat. Es ist ein Forschungsgebäude, welches uns erlaubt, weiter zu forschen. Wir hoffen, weiterhin einen gewissen Wissensvorsprung im Interesse der Patienten erhalten und ausbauen zu können. Sie erkennen hier das Burghölzli im Hintergrund und das hier ist alles unser neuer Forschungstrakt, welcher hier neu gebaut wurde.
Prima. Ja, jetzt haben wir, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.